Ich habe gedacht, ich zeige euch mal, wie so ein typischer Dreh bei uns aussieht. Ein ganz normaler Drehtag. Wir hatten das große Glück, dass wir ungefähr vor 2 Wochen für ZAPP, das Medienmagazin, einen Beitrag gemacht haben. Den findet ihr unten in der Beschreibung. Und wie der entstanden ist und wie so ein Drehtag aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ob Sonntag, ob am Abend oder 16-Stunden-Tag gedreht wird, wann es am besten in der Location passt. Und das ist meistens an total beschissenen Zeiten. Doch bevor es losgeht, müssen wir in der Firma erstmal alles zusammenpacken, was wir für die Produktion brauchen. Das geht von der Requisite für den Dreh über die Kleidung bis hin zur Technik und natürlich auch Menschen. Hallo Philipp. Hallo Fabian. Das sind aber erstmal nur alle Menschen von der Produktion, also noch keine Schauspieler. Die würden an dieser Stelle nur nerven. Willst du kurz sagen, wer du bist und was du machst? Einmal kurz, Chris, Kamera. Aber nicht so nah. Ich bin der Chris und ich mach die Kamera. Hallo, ich bin der Fabian. Ich habe die Requisite gemacht und den Dreh vorbereitet. Dafür war ich allein 2 Tage unterwegs und außerdem habe ich eine Dispo geschrieben. Grüß euch, ich bin der Norbert und bin heute für den Ton zuständig. Du hast uns verpasst, wie wir getanzt haben. Es ist 10 Uhr, Ankunft an der Drehlocation. Wir räumen jetzt das gesamte Zeug rein und dann werde ich mir jetzt mit Chris, unserem Kameramann, die ganzen einzelnen Orte anschauen, wo wir die Szenen drehen werden. Das macht man normalerweise vorher, aber nachdem wir das Gebäude und diese coole Location eh schon kennen, ist das jetzt nicht so schwer, sondern wir gehen jetzt rum und gucken, wo wir drehen können und die anderen bauen schon mal das Zeug auf. Herzlich willkommen zu Disco! Spot an! So, wenn jetzt einer dran stößt, fällt es runter, aber das ist ein Fernsehen. Eigentlich alles Schrott. Und dann brauchen wir da hinten noch was. Da stellen wir doch noch eine Pflanze hin. Okay. 12 Uhr, die Schauspieler kommen. Mit denen werde ich jetzt den Text durchgehen und ihnen erklären, wie ungefähr ich mir das vorstelle. Sie haben den Text theoretisch auch schon vorbereitet. Und die anderen bauen das Set noch fertig. 13 Uhr, jetzt wird gedreht. Und bitte, Herr Fröhlich. Es ist unglaublich, was bei diesem Sender passiert. Es ist ein Skandal. Und Tobi, 40 und Leonie. Jahre lang. Tipptopp. Ein Skandal. Ich war 40 Jahre bei dem Laden. 40 lange Jahre. Vom kleinen Volontär bis hin zum Bereichsleiter. Tierfilm und Kabarett und Chefredaktion. Und jetzt die Sender voller billiger Unterhaltung. Und ich frage Sie, was soll denn das? Was soll denn... Ja, was soll denn das? Was soll denn das? So. Was soll denn das? Ist für deine Mutter, oder? Ja, okay. Was für eine Pizza möchtest du? Schinken. Schinken. Schinken, das ist Schinkenpilze. Prosciutto. Schinkenpilze ist Regina. So, wir hängen jetzt 40 Minuten. Das ist aber nicht so schlimm, weil das Essen ist auch noch nicht da. Passt wieder alles. So, jetzt wird von einem Set aufs andere umgebaut. In einem Set drehen wir immer ungefähr 3 bis 4 verschiedene Szenen. Und in den Umbaupausen habe ich die Zeit, mich mit Chris, dem Kameramann, zu unterhalten und ihm zu sagen, wie ich mir die nächsten Einstellungen, die nächsten Bilder vorstelle. Schlauerweise, gerade bei fiktionalen Inhalten, hat man sich schon vorher überlegt, wie das aussehen soll. Ich habe es mir 2 Tage vorher ausgedacht und im Idealfall ist der Film nämlich im Kopf schon fertig, bevor überhaupt die Kamera zum ersten Mal angemacht wurde. In all diesen 3 Einstellungen macht er eigentlich den gleichen Move, indem er etwas unterschreibt. Das wiederum war der Startschuss für eine lebenslange Festanstellung. Vom kleinen Volontär über verantwortlichen Redakteur, der das extra für ihn geschaffene Ressort Tierfilm und Kabarett leitete, bis hin zum Redaktionsleiter. Es war ein Arbeitsleben in Saus und Braus, voller Annehmlichkeiten und Sicherheiten, inklusive ausgiebiger Dienstreisen. Andreas Wutzmann, der Muselmann. Letzte Szene, ne? Letzte Szene vor Drehschluss. Wir sind jetzt mit dem Dreh fertig, die Sachen sind eingepackt und jetzt geht es nach Hause. Nicht, sondern jetzt geht es mal wieder zurück in die Firma. Dort muss das ganze Zeug ausgepackt werden, ausgeräumt und vor allem die Daten gesichert. Sonst wäre es alles umsonst gewesen. Willst du noch mal trinken? Das ist eine schöne Bildkomposition. Ich hab die Krümel. Die beim Fernsehen, die saufen alle. Die saufen alle.
Super. Das hat noch nie jemand vorher gemacht. Das hat noch nie jemand gemacht. Das ist total neu.